Herzlich willkommen auf eurem Astrologie-Kanal. Heute werfen wir einen Blick auf die aufregenden Sternenkonstellationen für die Wasserzeichen in der Woche vom 29. Januar bis zum 4. Februar. Krebse, Skorpione und Fische, seid gespannt auf positive Einflüsse und mögliche Überraschungen in den Bereichen Liebe, Karriere und persönliche Entwicklung. Lasst uns gemeinsam eintauchen und schauen, was die Sterne für euch bereithalten. Liebe Krebse, erlebt eine Woche voller positiver Sterne. Seid bereit für freudige Überraschungen, denn kritische Einflüsse bleiben euch erspart. Das bedeutet nicht, dass alles von alleine geschieht, aber es stehen glückliche Fügungen bevor. Venus schenkt euch aufregende Flirts, Merkur könnte eine finanzielle Belohnung oder sogar einen Gewinn bringen und dank Mars seid ihr fit und aktiv unterwegs. Mars, der sich im Steinbock befindet, ist diese Woche euer Verbündeter. Auch Merkur und Venus stehen euch wohlgesonnen gegenüber. Nutzt diese Konstellationen, um beruflich voranzukommen. Halte die Augen offen und ergreife Gelegenheiten, die sich bieten. Liebe Skorpione, seid bereit für die angenehmsten Ereignisse. Merkur, Venus und Mars bilden ein freundliches Sextil zu eurem Sternzeichen und machen euren Alltag leichter. Endlich könnt ihr etwas entspannen und alles, was ihr plant, gelingt mühelos. Die Begegnungen von Venus und Jupiter versprechen Liebesglück. Singles, haltet Ausschau und seid bereit für schöne Momente. Mars und Uranus stehen im Trigon und motivieren euch zu Höchstleistungen. Nutzt die Gelegenheit, andere für eure Ideen zu begeistern. Vielleicht ist es an der Zeit für ein außergewöhnliches Urlaubsziel oder eine neue Sportart. Traut euch und stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Liebe Fische, die Sterne signalisieren eine neue Liebe. Venus und Jupiter bilden ein Sextil zu eurem Zeichen und zaubern euch ein Lächeln ins Gesicht. Sympathien und Bewunderung fliegen euch zu und es liegt an euch, wie ihr diese Aufmerksamkeit nutzen möchtet. Könnte dies der Beginn einer neuen Liebe oder Beziehung sein? Die Sterne deuten darauf hin. Mars im Steinbock trifft auf Uranus im Trigon, was euch zu Höchstleistungen antreibt. Ihr könnt euch gut durchsetzen und fühlt euch topfit. Nutzt diese Energie und traut euch, auch größere Projekte anzugehen. Ja, das war's für diese Woche, meine lieben Zuschauer. Ich hoffe, ihr konntet wertvolle Einblicke in eure Horoskop gewinnen und seid motiviert, die kommenden Tage mit positiver Energie zu erleben. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit den neuen astrologischen Einsichten. Bis dahin verlinke ich euch oben auch noch die Playlist für die Monatshoroskope im Februar, die bald für euch auch erscheinen werden. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit im Einklang mit den Sternen. Alles Liebe und bis bald!